Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinen Kanal. Wir machen weiter mit deiner neuen Folge God of War Ragnarök. Und wir sind nicht mit Kratos unterwegs, sondern mit Atreus oder beziehungsweise Loki oder wie man es auch immer dazu sagen möchte. Ja, in der letzten Folge haben wir Tyr befreit. Atreus hatte aber gemerkt, dass irgendwie Tyr ihm nicht wirklich hilft. Hat dann ein Gespräch von Kratos mitgehört. Und ja, jetzt ist er auf der Suche nach Freya. Dazwischen gab es noch die Begegnung mit Jenunganda. Und darum gucken wir mal, was Freya zu sagen hat. Ich bin da jetzt nicht so gut. Finde, er macht das nicht so clever, aber wir werden es sehen. Ist vielleicht ein Zeichen. Sei kein Feigling. Ich halte dich fest. Diesmal lasse ich dich auch nicht fallen. Gut, tritt einfach zwischen die Welten. Du weißt, dass es so nicht funktioniert. Aber bei Pestler, das trifft dich. Siehst du, war das so schlimm? Ich hoffe sehr, dass ich das nie wieder tun muss, falls du das wissen willst. Mein Laden. Wenn ich dich nicht aufhalten kann, dann gehe ich nicht weiter. Ich werde bleiben und das reparieren. Wie du willst. Okay, ohne. Wir können Fähigkeiten ja benutzen. Mal gucken, was wir hier haben. Aber ja, prinzipiell genug Punkte. Bogenschießen. Stimmischer Abstieg. R1 zum Sprinten. Finde ich auch jetzt nicht so gut. Vernichtender Schlag. Instinkt hat er schon. Atreus hält Gegner länger fest und verstärkt die von Kratos gegen das Ver. Okay. Das ist gar nicht schlecht. Gut. Ich hätte gerne irgendwie mehr Lebenspunkte. Das wäre mir am liebsten. Weil sonst bin ich nämlich sehr einfache Beute. Ah ja, also ich finde Atreus. Mit der Pfeilspitze da reingehen, die ihren Sohn getötet hat? Ich versteck sie unterm Hemd. Außerdem ist es eine Mahnung, besser zu sein. Du brauchst eine Mordwaffe, um besser zu handeln? Sie verleiht mir eben Mut, ja? Ist das denn so schlimm? Wenn du dadurch glaubst, Freya von irgendwas überzeugen zu können, dann ja. Ich muss es versuchen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob das funktioniert. Ich. Triff den Feuerkopf! Einfach weiter. Ich bin mega angeschlagen. Mal gucken. Hältst du das echt für eine gute Idee? Du hast doch keinen Plan. Brock sagt, manche Leute brauchen Chaos. Ich glaube, er hat recht. Wieso glaubst du, dass das hier zutrifft? Hier geht's um Leben und Tod. Und um Ragnarök. Wir müssen was tun. Und das ist die letzte Option. Weiterleben. Das ist eine Option. Ja. Wie, Junge, wie laut reden die, dass die das... Egal. Gut, aber wie gesagt, was ich sagen wollte, ich finde es halt nicht so eine clevere Idee, zu Freya zu gehen. Wie lange geht's zum Rad? Solange ich nach oben und vorwärts gehe, komme ich sicher irgendwann an. Ja, genau. Ich weiß ja nicht. Aua.
Okay. Ja, Mann. Ich bewundere den Mut von dem Kleinen, aber... In Ordnung. Herr Klingstein. Ich habe kein gutes Gefühl. Blockiert. Ich muss zuerst das Schallteil zerstören. Okay. Also, ich brauche nur einen anderen Winkel zum Klingstein. Schwierig. Kommen wir auf die andere Seite. Nee. Können wir hier nicht runter? Nee. Okay. Warte mal, wenn wir die kaputt machen. Ah. Oh mein Gott! Der hat mich dezent erschreckt. Natürlich nur dezent. Mann, wenn Vater mich jetzt sehen könnte, er würde durchdrehen. Zu Recht. Ich müsste nichts verbergen, wenn er mir vertrauen würde. Wie kann ich dir vertrauen, wenn du lügst? Stimmt, gutes Argument. Das beste Argument. Prinzipiell hat er... Wenn du mich gehört hättest, kann ich nicht dasselbe sagen. Was meinst du, von wem ich das habe? Es war klar, ich hatte nicht auf der Brust. Das war fast schon logisch, dass ich da jetzt drauf gehe. Wir müssen viel mehr ausweichen. Ich muss halt da hoch, der da oben muss sterben. Der hat mir viel zu viel schon abgezogen. Ah!
Ach du. Das ging lief besser. Ich muss weiter hoch. Das lief viel, viel besser, indem man. Was soll Mutter tun? Warum vertraust du ihr nicht? Warum erzählst du mir nichts? Kratos möchte einfach aus meiner Sicht nicht, dass er den Weg eingeht, den er genommen hatte, wo er halt jung war. Also ich meine, ist ja schon eher Rache gewesen von Kratos. Und ich glaube einfach, dass er nicht möchte, dass Atreus dasselbe macht. Deswegen glaube ich, kommt es halt zu diesem ganzen aneinander vorbeigeredet. Ich meine, Atreus könnte aber halt. Das ist Nirsch. Das hätte ich dir mal vorsagen können. Auf dem richtigen Weg. Ich bloß ein Kompass. Nachtmare! Also geht's auch. Haja, Atreus. Du wirst dir sowas anhören von seinem Vater, ich weiß jetzt schon. Da legt sich doch eh gleich einer. So. Wer ist nervig den ganzen Tag? Diese Dinger mag ich nach.
Man kann die einen nerven, Mann, das ist echt nervig da. Einer nerviger als der andere, darum gibt es keine Schande. Ich kann das, richtig? Ja, ich kann das. Ja, du kannst das irgendwie und mit grad so, ich sag so, wie es ist. Mehr ist es nicht. Also, es ist halt derbe knapp und Kratos und du seid halt einfach trotzdem besseres Duo, sag ich so wie es ist. Kratos alleine? Ja. Atreus alleine? Nee. Noch nicht. Ich glaube, er kann irgendwann soweit sein. Das auf jeden Fall, aber im Moment ist er auf jeden Fall noch nicht so weit, dass er das hier alles alleine hinkriegt. Dürfte nicht mehr weit sein. Ich muss nur diese große Tür finden. Ich muss nur diese ein, ja, große Tür. Immer mitnehmen. So, hier haben wir noch eine Truhe. Auch die wird immer mitgenommen. Bist du das da oben? Hallo da unten. Hey, bist du zur Vernunft gekommen? Nein. Ja, ich meine, ich überlege es mir nicht anders. Ha, du hast doch Zweifel. Hast du die nie? Besser als etwas zu bereuen. Ich weiß nicht, ob ich dir da zustimme. Aber bitte, mach weiter. Die Reue ist vielleicht auch nicht weit. Ja, das ist die Tür. Atreus, ich weiß nicht, was ich davon halte. Doch nichts dabei, oder? Ich meine, nur weil ich für den Tod deines Sohns verantwortlich bin, heißt das nicht. Ja, das sollte ich wohl nicht erwähnen. Nee. Wie bitte, Freya? Warum ich das um den Hals trage? Die Pfeilspitze, an der dein Sohn starb? Gute Frage. Ich bin so tot. Du bist nicht nur tot, du bist mausetot. Das schief gehen. Ja. Ich erwarte gar nichts. Freya! Wärst du bei Sindri geblieben? Dein Vater. Wo ist er? Nicht hier. Schickt er dich? Nein. Er weiß es nicht. Bleib wieder weg. Er nahm mir den Sohn. Wieso glaubst du, ich tue nicht dasselbe? Weil du besser bist. Wettest du dein Leben darauf? Du denkst, du kennst mich? Du hast mich noch nicht getötet. Während du überlegst, lass mich doch los und ich sag dir, warum ich hier bin.
Es hat keinen Sinn, deinen Vater zu verteidigen. Sein Schicksal steht fest. Aber du weißt, wer an allem schuld ist. Ich komme nicht ran an Odin. Und ich brauche es nicht. Ragnarök holt ihn. Ja? Und ich sag dir jetzt, er war in Midgard. Er kam zu uns. Bot uns Frieden, wenn wir nicht bekämpfen. Sagt Ragnarök, sei abgewendet. Er lügt. Mir ehrlich. Kann sein. Aber laut Groas Prophezeiung hängt alles von einer Armee Riesen ab. Die Riesen warten auf den Krieg in Jötunheim. Nein, ich war dort. Da ist keine Armee. Nicht mal ein Riese. Nur ich. Du. In Jötunheim erfuhren wir es. Mutter war die letzte Hüterin unseres Volks in Midgard. Und das ist noch nicht alles. Die Riesen haben Prophezeiungen über mich. Sie kennen mich als Loki. Ich glaube, ich soll helfen, Odin aufzuhalten. Irgendwie. Aber da alle Riesen tot sind und du nicht kämpfst, hat er schon gewonnen. Arbeiten wir doch zusammen. Du kannst wieder kämpfen. Davon bin ich weit entfernt. Na schön. Schon gut. Aber wir fanden Tyr. Du könntest mit ihm reden. Tyr ist am Leben? Ja. Wir befreiten ihn aus Svartalfheim. Unmöglich. Die neuen Welten sind geschlossen, für alle. Nein. Wir öffneten den Weg. Wir wissen nur nicht, was jetzt. Aber wenn wir uns alle verbünden... Genug. Genug! Verschwinde von hier. Geh und komm nicht zurück. Geh, bevor ich mich besinne. Erwarte nicht dieselbe Gnade für deinen Vater. Ich habe nichts anderes erwartet. Freya! Freunde und Feinde. Ich hatte mir von unserem Gespräch zwar mehr erhofft, aber es hätte auch viel schlimmer kommen können. Zumindest weiß ich jetzt, dass sie mich nicht töten will. Also nicht wirklich. Sie schien interessiert an Odins Besuch zu sein und daran, dass Tyr noch lebt und ich der letzte Riese bin. Und vor allem daran, dass die Weltenreise zugänglich sind. Ich bin mir nicht sicher, was sie als nächstes tun wird, aber hoffentlich wird sie die Informationen, die ich ihr gegeben habe, nicht als dazu nutzen, uns erneut anzugreifen. Ja, so richtig durchdacht hatte ich die Sache nicht. Ehrlich, Atreus, du hattest die Sache nicht durchdacht. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass du die Sache nicht durchdacht hast. Ich dachte eigentlich, es war ein super Plan, der alles zu erzählen. Weil ich meine Logik und so. So, nutzen wir noch ein paar Pünktchen. Für die... Ja... Alles andere als durchdacht, diese ganze Geschichte von ihm. Metallreste aus Tyrs Tempel verschmolzen mit Klingenstein. Also wieder halt. Na, okay. Na schön, ich bin nicht tot. Aber Antworten habe ich keine. Also war das alles vielleicht eine große Zeitverschwendung, was ich bei Sindri niemals zugeben werde. Ja, Zeitverschwendung würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Also, obwohl doch, passt eigentlich. Gut, dass ich
gerne klettere. Ja. Ihnen sei Dank. Dir geht's gut. Wie ist es gelaufen? Ich dachte schon... Sindri, ich hab doch gesagt, ich kann das. Aber sie wird uns wohl nicht helfen. Wo ist deine Halskette? Hm? Oh, ich hab nachgedacht und... sie abgelegt. Sie hat sie, nicht wahr? Heute war dein Glückstag. Also erzähl... Wie war es so mit dem Chaos? Ich... Das war gerade repariert! Gaulba! Eine Sekunde! Danke. Erzählen wir deinem Vater davon? Schließlich hast du reinen Tisch gemacht. Niemals. Dann bist du tot. Stimmt. Ach, apropos reiner Tisch. Ich bräuchte zu einer Sache deine Meinung. Einer Sache, die ich lange vor meinem Bruder geheim hielt. Ja, erzähl doch. Ich erzähl's dir auf dem Rückweg. Los, komm. Ja, ich komm. Lauf vor. Erzählst du nun? Ich würde die Geschichte gerne hören. Ich finde das Schild von denen cool. Zum Alfheim-Turm. Wie war das? Lange vor deiner Geburt gab es einen Unfall in der Schmiede. Brock. Stark. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich ging zum Seelensee in Alfheim, um ihn zurückzuholen. Legionen von Seelen versuchten, mich aufzuhalten. Ich spüre immer noch, wie sie über meine Haut kriechen. Allerdings konnte ich nur 3 seiner 4 Seelenteile zurückholen. Sindri. Brock dachte, er war bloß ohnmächtig. Ich habe ihm nie die Wahrheit gesagt. Das nagt wirklich an mir. Du musst es ihm sagen. Er hat ein Recht darauf. Wenn die Zeit kommt, das gilt auch für deinen Vater. Das ist nicht dasselbe. Das gilt auch für deinen Vater? Ach so, mit der Wahrheit, hoffentlich mal. Wirklich? Jetzt? Sauber! Glaubst du, das Zeug wächst auf? Oh!
Jedenfalls hast du was Gutes getan. Du hast Brock gerettet. Ich hab Mist gebaut. Nein. Ich traf eine Wahl. Eine, die nicht meine war. Was heißt das, eine Wahl? Ich konnte nicht allein sein. Die anderen Zwerge mieden uns, als sie ihn sahen. Wir gingen, hielten zueinander. Naja, Vergangenes ist vergangen. Es muss dich nicht beschränken. Gehen wir heim, bevor Vater aufwacht. Das ist heute Nacht vielleicht dein bester Einfall, Tre. Tre? Ist ein Klappe. Gut, dann machen wir mal. Also Brock ist eigentlich tot. Interessant. Darf ich dir keinen Spitznamen geben? Was denn einer? Wie du meinst, Loke. Nein, das war noch schlimmer. Loki ist... beim Aussprechen gemerkt. Loki ist doch prinzipiell schon kurz. Wollen wir? Ich meine, ist ja schon ein kurzer Name. Also Atreus kann man ja irgendwie noch wenigstens... Da kann man ja Loki draus machen, das ist ja wenigstens noch was eine Sache. Also ich meine, Spitzname muss ja nicht immer... Ich will nicht mit leeren Händen kommen. Nach dem Fehlschlag mit Tyr wollte ich nur... Mal langsam, kleiner Jürgen. Tyr hat deine Erwartungen vielleicht nicht erfüllt, aber ein Fehlschlag? Du hast ihn vor einem schlimmen Schicksal bewahrt. Das ist nicht wenig. Und hey, vielleicht hilft er uns ja doch noch. Vielleicht. Aber Vater macht dabei nicht ewig mit. Er hat wahrscheinlich schon unser nächstes Versteck ausgesucht. Tja, machen wir es nicht schlimmer, indem wir erwischt werden. Wenn wir ankommen, verwische ich unsere Spuren am Tor und schleiche hinten rum und du verhältst dich unauffällig. Aber schnell. Nur Kratos ist doch nicht dumm. Los, los, los. Kratos ist doch nicht komplett dumm. Na gut, wir gucken mal. Das ist nicht die Gefahr, die mich besorgt. Trauen wir dem Pfad, den sie für uns wählen werden. Ich traue ihrer Weisheit. Und näher kommen wir nicht an ihren direkten Rat. Bist du sicher, dass die Riesen nicht zum Krieg raten? Ich sagte, sie sind weise. Nach meiner Erfahrung geht das mit Frieden einher. Oh, kleiner Bruder! Hab ich's doch gewusst! Atreus, wo warst du denn? Pinkeln. Ich hoffe, ihr habt Hunger! Wie ein Bär. Sind alle so ausgeruht wie ich? Bin gleich unten. Sind das Würstchen? Klar, warum nicht? Ob das schmeckt. War Essen früher nicht besser? Dann würdest du sicher gerne mal für diese Bande kochen, hm? Abgemacht. Was? Atreus, wir planen das nächste Ziel. Oh, und wo geht's hin? Alfheim, die Heimat der Alben. Alfheim? Du hast Alfheim und wir ziehen dahin? Hinziehen? Nein, wir suchen Informationen. Der Schrein von Groa, Kleiner. Dein Vater sagt, du hast ihn gefunden. Groa? Hüterin des Wissens? Oh, vielleicht kann ich dort dein Geheimnis lüften. Ja, warum nicht die Seherin, die alles sah? Ich wusste nicht, ob du... Egal. Klingt toll. Alfheim. Ich hasse Alfheim. Vergiss nicht das, womit du dorthin kommst. Wisst ihr was? Ich baue einen größeren Tisch. Mehr für mich.
hier. Du willst uns wirklich begleiten? Ja, wenn ihr bereit seid. Also, wenn mein Vater bereit ist, sollte ich sagen. Wenn mein Rat euch helfen kann, die gesuchten Antworten zu finden, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Und ich glaube, es wird mir gut tun, das Licht von Alven wiederzusehen. Dieses Alpenlicht ist verdammt gut. Ja. Okay, dann geht's in der nächsten Folge nach Alfheim. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und tschüss!